Seien wir ehrlich, es geht doch nichts über das gute alte Looten und Leveln, oder? Sich gemütlich mit ein paar Freunden zusammen durch Dungeons zu kloppen, ein paar Skelette um ihr Erspartes zu bringen und dieses dann in immer bessere Rüstungen und Waffen zu investieren, ist einfach immer wieder motivierend. Ein paar solcher Action-RPG-Fans sitzen wohl auch in Schweden beim Entwicklerstudio Mojang, die nun mit Minecraft Dungeons ihr erstes eigenes neues Spiel im Minecraft-Universum seit 2009 auf den Markt bringen. Doch was taugt das familiengerechte Klötzchen-Diablo und sorgt die Minecraft-Lizenz für frische Ideen im Genre? Das schauen wir uns in diesem Testvideo mal genauer an. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Dass sich Minecraft Dungeons sehr großzügig an den berühmten Vorbildern wie Diablo, Torchlight und Co. orientiert, daraus machen weder die Entwickler noch das Spiel selbst einen Hehl. Wer schon mal irgendein Spiel dieses Genres gespielt hat, findet sich sofort zurecht. Per Mausklick sagen wir unserer Heldenfigur, wohin sie laufen und wen sie angreifen soll, mit der rechten Taste werden Pfeile abgefeuert. Die zweite Hand liegt gemütlich auf der Tastatur, aktiviert im richtigen Moment Heilungstränke und kontrolliert den Einsatz von Zauberutensilien. Da das Spiel nicht nur am PC, sondern parallel für alle Konsolen erscheint, ist selbstverständlich auch die direkte Steuerung der Figur über die Analogsticks eines Gamepads möglich. Der klassische und unkaputtbare Gameplay-Loop von Action-RPGs bleibt unverändert. Vom Lager aus wählen wir eine der 10 verfügbaren Missionen, kämpfen uns dort durch größtenteils prozedural generierte Level und killen am Ende einen dicken Gegner, in der Hoffnung auf glorreiche Belohnungen, um noch mächtiger und stärker zu werden. Ein Zirkel aus verschlagenen Hexen lebt tief in diesem düsteren Sumpf. Sie brauen allerart Tränke, um den Erz-Illager und seine stetig wachsende Armee noch stärker zu machen. Wenn du diese Hexen nicht findest und besiegst, wächst die Stärke der Illager ins Unermessliche. Doch sei auf der Hut, im Sumpf lauern viele Schrecken. Die Aufgabenstellungen bleiben dabei übrigens immer gleich. Nur der Grundriss des Levels und die Art und Anzahl der Gegner variieren bei jedem Versuch. Aber egal, ob wir nun ein paar Hexenkessel zerstören sollen oder gefangene Dorfbewohner befreien, die Zielpunkte sind immer klar auf der Übersichtskarte markiert. Der Weg ist das Ziel, Rätsel- oder Knobelaufgaben müssen hier nicht gelöst werden. Für etwas Auflockerung sorgen die Schlüssel, deren Benutzung witzig und ungewöhnlich umgesetzt ist. Werden wir attackiert, hüpft ein bereits aufgehobener Schlüssel wieder ängstlich von unserem Rücken und rennt panisch zurück zu seinem Ursprungsort. Generell ist der augenzwinkernde Humor im Spiel durchaus gelungen. Das fängt schon im Intro an, als ein verwirrter Dorfbewohner durch den Fund eines magischen Gegenstands zum bösen Erz-Illager wird. Und das ist übrigens kein Versprecher, sondern natürlich eine Verballhornung von dem englischen Wort Villager. Typische Heldenklassen wie Krieger, Zauberer oder Fernkämpfer gibt es in Minecraft Dungeons übrigens nicht. Die Auswahl eines Charakters zu Spielbeginn ist nur kosmetisch. Alle Figuren haben immer eine Nahkampf-, eine Fernkampfwaffe und 4 Plätze für verzauberte Artefakte. Das ändert sich auch über den gesamten Spielverlauf nicht. Alle Werte wie Lebensenergie, ausgeteilter Schaden und auch magische Fähigkeiten sind einzig und allein durch die Ausrüstung definiert. Mit ansteigender Erfahrung erhalten wir pro Levelaufstieg Magiepunkte, die sich direkt auf Rüstung und Waffe anwenden lassen. So verzaubert macht unser Schwert dank Feuer- oder Giftbonus beispielsweise dann etwas mehr Schaden über Zeit oder wir gewinnen pro ausgeteilten Treffer etwas Lebensenergie zurück. Seltenere Gegenstände bieten mehrere solcher Verzauberungsplätze an. Wie gut die Ausrüstungsgegenstände sind, die wir im Kampf finden, das wird durch unseren Level bestimmt und aber auch begrenzt. Verkaufen wir eine verzauberte Waffe, weil wir eine bessere oder stärkere Version nutzen wollen, erhalten wir alle investierten Punkte wieder zurück und dürfen diese neu verteilen. Zwischen den Missionen besuchen wir im heimischen Lager 2 Händler, die uns im Tausch gegen Rubine neue Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Eine seltsame Designentscheidung dabei ist, dass die Händler kein fixes Warenangebot haben, sondern nur Zufallstruhen verkaufen. Ob wir uns also nutzlosen Schrott haben andrehen lassen oder eine mächtige Streitaxt aus der Kiste fällt, das erfahren wir erst hinterher. Die Waren sind vom Umtausch natürlich ausgeschlossen, aber können für ein kleines Trosttaschengeld immerhin recycelt werden.
Die Spezialisierung auf einen bestimmten Spielstil wird durch dieses rein auf Zufall basierende Loot-System ziemlich erschwert. Wirklich viel Auswahl gibt es aber ohnehin nicht. Der spielerische Unterschied zwischen Axt, Schwert oder Dolch ist kaum der Rede wert. Auch bei den Fernkampfwaffen fühlen sich alle Varianten nahezu identisch an. Denn egal ob Armbrust oder Jagdbogen, beide verschießen nun mal Pfeile. Varianten wie Zweikampfwaffen oder Schilde sucht man vergebens. Deutlich mehr Abwechslung bieten da die magischen Artefakte, die unserer Spielfigur zusätzliche Fähigkeiten spendieren. Von tierischen Begleitern, die Gegner ablenken und angreifen, über Amulette mit Gruppenheilungszauber oder explosive Silvesterraketen. Das Arsenal lädt zum Experimentieren ein. Doch auch hier stoßen wir auf das gleiche Ärgernis. Upgrades für unsere Lieblingsgegenstände können nicht gezielt beim Händler erworben werden. So kann es passieren, dass wir stundenlang auf eine neue, besser zu unserem Level passende Version eines Artefakts warten müssen, weil das Würfelglück uns nicht wohlgesonnen ist und wir kein Budget mehr für weitere Überraschungskisten haben. Blöd. Auch der Multiplayer-Modus schafft hier übrigens keine Abhilfe. Ein Tausch von Gegenständen zwischen zwei Charakteren ist nicht möglich, da alle Waffen und Artefakte personalisiert sind. Trotzdem empfiehlt es sich, das Spiel statt alleine im lokalen oder Online-Koop mit bis zu 3 Mitstreitern zu spielen. Der Vorteil dabei, gefallene Helden können einfach wiederbelebt werden, sofern die gegnerischen Einheiten dies zulassen. Denn erst wenn alle Gruppenmitglieder am Boden liegen, geht eins der 3 Leben verloren, die pro Mission zur Verfügung stehen. Gerade in den höheren Schwierigkeitsstufen entsteht durch diese Lebensbegrenzung ein klarer Nachteil für Solospieler. An einem Crossplay-Modus, um gemeinsam online via PC und Xbox zusammenzuspielen, wird derzeit noch gearbeitet. Dieser soll in naher Zukunft per Patch nachgeliefert werden, versprechen die Entwickler. Als Teil des Xbox Game Pass kann das Spiel aber bereits parallel auf beiden Systemen installiert und gespielt werden. Bei der Auswahl einer Mission können wir den Schwierigkeitsgrad stufenweise nach oben drehen und die Gegnerstärke unserem aktuellen Level anpassen. Nach dem Besiegen des Endboss schalten sich außerdem noch 2 weitere New Game Plus Modi frei, die mit einer höheren Gegneranzahl und härteren Feindtypen die Kämpfe deutlich anspruchsvoller machen. Dafür winken natürlich bessere Belohnungen und mehr Erfahrungspunkte. Da nur insgesamt 10 unterschiedliche Missionen zur Auswahl stehen, ist die mangelnde Abwechslung beim Grinden und Aufleveln einer der größten Schwachpunkte. Eine Warnung müssen wir außerdem vor dem letzten Level der Kampagne aussprechen. Selten hat uns etwas so ärgerlich gemacht wie dieser plötzliche und völlig unverhältnismäßige Anstieg des Schwierigkeitsgrads. Bevor der finale Kampf, keine Sorge, aus Spoilergründen zeigen wir hier nur einen Kampf gegen einen alten Bekannten, der uns zwischendurch immer mal wieder begegnet. Also, bevor der finale Kampf gegen den Erz-Illager beginnt, muss ein langer Abschnitt mit hunderten von magisch verstärkten Einheiten gemeistert und mehrere Zwischenbosse besiegt werden. Wenn man es dann endlich bis zum Endboss geschafft hat, überrascht dieser mit Angriffsmustern und bildschirmfüllenden Attacken, auf die einen das Spiel davor nicht im Ansatz vorbereitet hat. Frust ist hier vorprogrammiert, denn einen Checkpoint vor dem Boss gibt es nicht. Der Level muss komplett von vorne begonnen werden. Viel Spaß! Besonders nervig, das Spiel lässt uns auch im Offline-Modus und selbst wenn wir alleine spielen, nicht pausieren. Der Paketdienst steht vor der Tür, das Kind schreit, die Nudeln kochen über. Pech gehabt, die Monster schlagen davon unbeirrt weiter auf uns ein. Auch eine Flucht ins Ausrüstungsmenü schützt uns nicht vor Schaden. Da wir insgesamt mit nur 3 Leben auskommen müssen, kann so eine ungeplante Unterbrechung dann auch schon mal mit dem Game-Over-Screen quittiert werden. Ärgerlich. Bis auf den knackigen Endboss, der einige Stunden extra Anlauf erfordert, sind die vorherigen Missionen vergleichsweise schnell durchgespielt und man hat nach 5 bis 6 Stunden im Grunde alles gesehen. Doch für Nachschub ist bereits gesorgt. 2 kostenpflichtige Erweiterungen sind offiziell angekündigt. Jungle Awakens erscheint bereits im Juli und wird 3 neue Missionen, neue Waffen und Gegnertypen beinhalten. Der 2. DLC mit dem Namen Creeping Winter soll bis Ende des Jahres dann folgen. Ob sich an den angesprochenen Kritikpunkten bezüglich der fehlenden Klassen oder den Händlern etwas ändern oder überhaupt neue Features hinzugefügt werden, ist derzeit nicht klar. Minecraft Dungeons ist ein hübsches, durchaus kurzweiliges Familienabenteuer, aber auch ein sehr austauschbares. Mit einem anderen Grafikstil wäre dem Spiel zu keinem Zeitpunkt die Verwandtschaft zu Minecraft anzumerken. So werden weder Diablo noch Minecraft-Fans wirklich glücklich mit dem Spiel werden. Mehr als 1 oder 2 Abende kann das simple Gekloppe auch in einer geselligen Runde kaum motivieren. Dazu mangelt es dem Spiel an frischen Ideen und vor allem spielerischer Tiefe. Was bleibt, ist ein grundsolides, aber spannungsarmes Action-RPG für Einsteiger in kindgerechter Minecraft-Optik. Erfahrene Dungeon-Crawler können sich den seichten Ausflug in die Klötzchenwelt getrost sparen.